So, hallo, ich grüße euch. Martin hier, der Options Trader. Bitte immer den Risikohinweis lesen. Denn ihr wisst, was ihr tut. Ich weiß es auch, nämlich das heutige Video. Und wir kommen zurück zum Zebra und zum Hedging und machen das hier in ein Gesamtpaket, eine Diskussion, wie man eigentlich an die Märkte herangehen kann, sowohl kurzfristiger Swing, vielleicht eher nicht ganz geeignet ist das heutige Gespräch, aber so eher mittelmäßig oder sogar langfristiger Swing könnte das eben auch, wie gesagt, ein System sein, eine Herangehensweise sollte es auch. Zuerst die Preis-Action-Analyse, wir müssen wissen, wo stehen wir, wo steht der Markt, was sind die nächstmöglichen Wahrscheinlichkeiten. Dann die Zebra-Technik, ja oder nein. Und vor allem hier die Diskussion, welche Laufzeit ist geeignet, dann das Hedging. Ja, welches Hedging passt zu der Laufzeit, zu der Price-Action? Ja, das Hedging allein, oder anders ausgedrückt, das Hedging ist ein Resultat der Gedanken, ja, was ich möchte. Ja, also was möchte ich? Möchte ich langfristig im Traden sein? Wie viel Risiko gehe ich schon ein? Und erst dann überlegt man sich, was für ein Hedge könnte passen. Ja? Und wir versuchen das in der heutigen Diskussion ein bisschen zusammen, ja, komprimiert zu diskutieren. Jetzt muss ich das leider wieder wegmachen, damit ich dann scrollen kann. Ganz kurz, es gibt verschiedene Hedge-Techniken. Ja, da haben wir den Index, die Index-Futures, da haben wir die VIX-Calls zum Beispiel, da haben wir die Long-Puts, die Double-Spreads, Puts, Teenies, das alles ist zum Beispiel im SPX, im DAX, im Russell, und halt in den Indizes, die es da gibt. Wir können, um uns zu hedgen, ja, zum Beispiel, wenn wir ein Depot haben, im Futures verkaufen. Ne? Hat ja auch der bekannte Dirk Müller ja sehr oft gemacht mit seinem Depot, ne, der sehr viel Futures verkauft, war sehr viel Short. Und der Vorteil hier ist, man hat eine sofortige Risikoabsicherung. Aber der Nachteil, wenn der Markt eben steigt, profitiert man ja wenig oder je nachdem halt, wie viel Futures man hier im Depot hat. Das ist eine reine Berechnung. Ja, das heißt, der Future allein hat ja ein bestimmtes Volumen sozusagen, was er hedged. Also es bedeutet, wenn du 1 Million long bist, kann man ausrechnen, wie viel Futures bräuchte ich, um das Depot zu schützen. Hat aber meines Erachtens so keine große, macht keinen Sinn, wenn man also sich voll hedged, also kann man sich nur teilhedgen. Nochmal die VIX-Calls. Wir kaufen einfach Calls, da gibt es natürlich auch andere Strategien. Man kann Backspreads machen, man kann Bull Calls machen. Das hängt von der Situation, von der Konstellation ab. Ich nenne das Disaster Hedge. Das ist in der Tat ein Disaster Hedge. Denn es ist ja so, die ersten 10%, also der Markt fällt zum Beispiel 10%, aber da muss der VIX nicht gleich ansteigen, sodass wir aber trotzdem 10% im Minus sind, aber die VIX-Calls nicht anspringen. Daher sollte das immer so als Beilage hier, als Gewürz im Salat hier eingefügt werden. Ich würde niemals ein Portfolio nur mit VIX-Optionen, nur Calls hedgen. Macht wenig Sinn, zumal du da auch ein Timing brauchst, wenn sie teuer sind, rechtzeitig verkaufen etc. Ja, es ist generell teuer. Man muss Debit bezahlen, kann aber auch sein, dass viele Monate oder Jahre es keinen richtigen Anstieg gibt. Dann gibt es die Long Puts in den Indizes, das heißt, wir kaufen einfach Long Puts, berechnen natürlich auch eben, wie viel wir bräuchten. Das ist ein direkter Hedge, also der sichert am besten, am effektivsten ab. Deswegen ist er auch am teuersten. Das heißt, wenn der Markt eben diese 10% fällt, wärst du mit vielleicht nicht ganz 10%, aber je nachdem, 7, 8% wärst du dann gehedged. Ne? Das ist im Übrigen auch der realistische Raum, 10%, da wo auch ein Hedge Sinn macht. Denn bei 20% scharfer Korrektur haben wir meistens einen Käufermarkt, sodass ich mich ja nicht hedgen brauche bei 20% Marktkorrektur. Ja, weil da würde ich eher einkaufen, sondern mich interessieren so die 10%. Ja, die ersten 10% oder ja, vielleicht ein bisschen mehr Korrektur. Ja, also preislich ist es am teuersten. Ja, dann können wir natürlich statt Long Put auch ein Debit Spread nehmen, macht auch eben deswegen Sinn, weil wir dann ein Put verkaufen gleichzeitig. Ne? Kombination aus Kauf und Verkauf von Puts und das ist eben preiswerter als der Long Put. Ne? Ideal eben bei 10% Korrekturen. Der Hedgeraum ist aber begrenzt sozusagen. Dann haben wir die Teenies, die sind ja auch bekannt. Das sind die Out of the Money Puts.
Ja, die Laufzeiten sollten wir ein bisschen länger wählen, damit da noch ein bisschen Fleisch ist. Sollten so 30, $40 kosten, vielleicht 50, je nachdem. Die halten vielleicht dann, die Kraft hält dann so vielleicht ein Drittel oder also maximal Hälfte der Laufzeit hier. Dann werden sie also nicht mehr so effektiv. Sie haben keine Wirkung beim schwachen Wix. Ne? Das heißt, der Markt kann leicht korrigieren, wie wir es ja letztes Jahr hatten. Und der Wix muss nicht unbedingt drastisch ansteigen, sodass hier auch die Tinnitus nur bei Extremen, wie wir es am 5. August hatten, Extrembewegung hier reagiert. Wer da Tinnitus long war oder ganz frisch aufgesetzt hat oder hätte, na, ich denke, der hat ein paar Euro gemacht. Aber auch hier, das ist eher Worst Case, eher Desaster. Ne? So, zurück zu unserem Preisex-Analyse Zebra-Technik Hedging. Video. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier so haben. Mal kurz hier eine Sekunde Pause machen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal Bayer reingelegt. Sieht ja desaströs aus hier. Bayer wird verprügelt ohne Ende. Und ja, wir haben also ein sehr, sehr starkes, also sehr, sehr starke Korrektur natürlich hier fast schon hier in die Bereiche, wo wir 2000 waren, ne? Das ist auch schon ordentlich. Ne? Aber wir diskutieren ja eins, wie können wir Geld verdienen? Sprich, das Beuteschema, eine Zebra-Strategie oder auch Wheel-Strategie, ist ja auch eine andere. Da interessiert uns ja eigentlich so die Vergangenheit nicht. Denn uns interessiert einfach vielleicht halbwegs günstiger Preis, interessante Optionen, kann man da was machen? Auf Sparflamme. Oder wäre das auch interessant, vielleicht längerfristig auch long zu gehen, obwohl wir jetzt zwar noch keine Long-Signale haben, aber man sicherlich sich ausrechnen könnte, dass ja vielleicht dann irgendwann mal jetzt der nächste Boden erreicht sein könnte. Aber hier eben mit entsprechenden Covered Calls oder entsprechenden Techniken die Kostenbasis reduzieren kann und das ein bisschen aussitzen kann. Und falls eben die Korrektur kommt, man doch eigentlich schon eigentlich ordentliche Prozente mitnehmen kann, aber jetzt diskutieren wir mal die aktuelle Preisaction in einer Minute. Das Monthly bleibt noch im laufenden Abwärtstrend. Ne, wir haben hier auch die Bänder erst weit weg, also wir haben hier genug Raum, um noch weiter zu korrigieren. Im Monthly, da ist noch nichts gebrochen. Was wir im Weekly sehen, ist, dass wir mal kurzfristig aus der dritten rausgekommen sind. Das würde bedeuten, wir könnten uns ein bisschen erholen, ein, zwei Dollar in den nächsten Wochen. Aber auch hier sieht das Ganze sehr rot aus. Auch hier haben wir einen steigenden ADX, also einen laufenden Abwärtstrend. Daily sehr stark, schon bei 50. Das ist also ein sehr starker Abwärtstrend, der sicherlich auf dem Niveau eine Gegenkorrektur erwartet. Also sprich, dass wir uns ein bisschen erholen. Da wären wir hier der Raum. Ich sag mal, die 1,5, 2 Dollar könnte er eben ein bisschen squeezen. Aber der Abwärtstrend bliebe eben intakt, der Weekly und Monthly. Und jetzt schauen wir uns mal an. Ja, jetzt muss ich selber mal schauen. Bei habe ich doch gerade drin gehabt. Dann gehen wir mal hier rein. Genau, da haben wir Bayer. Wir können jetzt überlegen, gehen wir selbst in die Aktie, die ist ja jetzt nicht mehr so teuer, und reduzieren die Kostenbasis mit Covered Calls. Hierzu ist eben zu bedenken, dass wir trotzdem ein noch halt Risiko haben, in der Form, wenn wir keinen Put kaufen, einen Totalausfall, auch wenn man es vielleicht nicht realistisch sieht, aber die letzte Zeit hat uns gezeigt, was alles möglich ist. Aber ich denke mal, eine Übernahme wird dann eher natürlich wahrscheinlicher, falls etwas im Argen ist. Trotzdem wäre es natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis interessant. Das heißt, wir haben hier sozusagen auch okay Prämien für den Betrag. Das heißt, wir könnten durchaus ein paar Euro hier sammeln. Hier könnte man eben sagen, okay, etwas out of the money bei der Laufzeit haben wir noch anständige Prämien. Das würden wir hier nicht wählen. Das ist für An- und Verkauf einfach, macht keinen Sinn. Das ist so an der Grenze, wäre mir auch zu wenig, aber wir würden hier so 20 Dollar in der Hinsicht wäre okay. Ne? Aber wir könnten das Ganze natürlich auch mit dem Zebra hier traden. Zebra reduziert praktisch das Risiko immer so durchschnittlich um 20 oder um 80%.
Gehen wir mal ganz kurz nochmal das Zebra durch. Wir suchen ein, oder was heißt Zebra nochmal? Zero Extrinsic Value. Das heißt, dass die Strategie, das Setup kein Zeitwertrisiko haben sollte. Und hierzu suchen wir immer ein ungefähr, oder wir verkaufen zunächst erstmal ein Etsy Money Call, ja, in dem Fall mit 0,5, ja, und suchen uns die entsprechenden Deltas, ne, das würde hier zum Beispiel 0,75 sein, ne, mal 2 ergibt 1,5 minus 0, knapp 5 wäre eben genau Delta 1. Und ihr seht, von den Zeitwerten ist das auch so. Hier haben wir einen Zeitwert von 50. Ja, hier 92. Manchmal ist es ein bisschen die Darstellung, also knapp 100. Also hätten wir kaum ein Zeitwertrisiko. Man muss es nicht ganz so genau nehmen. Also ein paar Euro sind da immer irgendwie ein bisschen drin. Und das wäre der Gesamtpreis unsere Zebras für die Laufzeit von 60 Tagen. Bedenkt, wir haben 60 Tage ein Delta 1. Also nach oben laufen wir genauso wie das Underlying, haben aber nur 330 maximales Risiko. Also als falls Bayer ausfallen würde, hätten wir hier nur 300 Verlust. Wenn wir aber in die Aktie gehen und keinen Put haben, heißt das eben, upsala, leider sind die 2 Mille weg. Also schon ein Unterschied. Und auch hier, wenn man das prozentual betrachtet, 2000, 10% sind 200. Nehmen wir nochmal 5 oder ein paar Prozent dazu, 15 bis 20 wäre das immer der Betrag. Nur zum Vergleich, wenn wir mal längere Zebra aufsetzen, ist der Preis nicht unbedingt deutlich teurer. Das heißt, auch hier würden wir ungefähr ein Delta 0,7 etwas wählen. Wir haben jetzt jedoch das Delta 5 ein bisschen verschwommen, weil wir hier eben kein 21er drin haben, sondern 22er. Da ist das Delta ein bisschen höher. Ja, man könnte, sage ich mal, ja, ein bisschen, ja, wie kann ich das erklären? Ja, man müsste dann hier 1,5 ein bisschen höheres Delta verkaufen. Das kann man vertreten, ja. Also da wäre es vom Zeitwertrisiko hätten wir es dann gehedged. Vom Delta wäre es nicht ganz perfekt, da wäre man ein bisschen short, aber im Laufe von na, vielleicht kurzer Zeit sind wir da Delta Long. Aber ihr seht, ich will ja auch noch demonstrieren, das kann man auch feintunen. Ich will ja nur demonstrieren, dass da der Preisunterschied hier also sehr gering ist hinsichtlich der Laufzeit. Ne, das ist ja fast das Doppelte, das ist ja das Doppelte. Zahlen aber nicht das Doppelte, wie ihr seht, sondern wir zahlen da vielleicht nur 30% oder sowas oder 40, 30 oder sowas mehr. Ne? Haben aber mehr Laufzeit. Bedenkt aber, jetzt kommt eben, jetzt muss ich so irgendwie ein Horn machen oder ich weiß nicht was. Zero Extrinsic Value. Also, wir haben kein Zeitwertrisiko. Ja? Das heißt, wenn das Zebra wollte ich schon sagen, wenn Bayer stehen bleibt, 120 Tage, was auch wahrscheinlich sein kann, dass wir da eine kleine Range haben, längere Zeit, dann haben wir fast trotzdem hier diesen gleichen Preis. Da ändert sich nicht. Ne? Das ist immer der, ja, so ein Gedanken, weil man gewöhnt ist, ja, ich kaufe einen Long Call für einen bestimmten Betrag, der hat einen Zeitwert X und dann, wenn nichts passiert, ne, dann verlieren wir. Nein, in diesem Fall nicht. In diesem Fall können wir nach, was weiß ich, sagen wir mal 2 Monaten, wenn sich hier nichts tut, sozusagen das Zebra verlängern, ohne dass wir ein Zeitwertrisiko hatten. Das finde ich schon mal sehr spannend. Das heißt, wir können durch geschicktes Rollen und Anpassen jederzeit Delta 1 Long sein in unserem Instrument, aber immer ein begrenztes Risiko haben. Bitte immer beachten, wir vergleichen das Zebra mit Delta 1 Position. Natürlich gibt es ganz andere Optionsstrategien, Long Call, Bull Call, Backspreads. Davon reden wir hier aber nicht, sondern wir reden davon, ich möchte in die Aktie gehen, möchte es aber optimieren, möchte Delta 1 bleiben, möchte das Risiko reduzieren. Aha, dann sind die Zebras erste Wahl. Moment. Ne? So, das ist ja schon sowieso, da ist es sowieso schon ein begrenztes Risiko. Das heißt, nehmen wir mal an,
tüten das hier mal ein. Im Demo könnten wir es ja eigentlich machen. Immer schauen, dass es Demo ist. Da habe ich schon auch einiges erlebt. Auch im Coaching habe ich nicht genau hingeguckt. Da war es doch das Echtgeld. Aber wenn man natürlich was demonstriert, ist es nicht so angenehm. Vor allem abends, wenn die Spreads groß sind. Bei anderen Werten. Aber wichtig ist, Margin gering, Risiko gering. Das klingt so ein bisschen selbstverständlich. Aber ihr seid ja hier auf dem Options Trader Kanal. Und wenn ihr einfach, ja, ihr kennt ja die Mainstream mit Aktien rauf und runter und Daytrading, und überlegt mal, welches Risiko, ja, egal, Futures Trader, Daytrader eingeht, die sich eben nicht mit Optionen beschäftigen. Die haben irgendwelche Stops oder kaufen sich Buy and Hoffen, Buy and Hope, aber natürlich auch andere Aktien, ist aber jetzt egal, haben aber ein sehr hohes Risiko ohne Absicherung. Ja? Das müsst ihr nochmal wirklich, das müsst euch klar sein. Wir kaufen Buyer. Unser Gehirn sagt, ja, aber so große Firma, auch Apple, alles groß. Wir haben aber de facto 2000 im Risiko. Wenn ihr 10 Buyer habt, habt ihr 20.000 im Risiko. Ja? Und also wir reden jetzt von 100 Stück halt. Ne? Ja, und das kann morgen null sein. Ja, man glaubt es nicht, passiert auch Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn er das mal vergleicht, ne, wir spielen das gleiche Spiel nach oben mit Delta 1, wir haben das und das. Sowas würde ich nennen Strategien für kleine Konten. Das sind Strategien für kleine Konten. Nicht Shortputs. Shortputs sind überhaupt keine Strategien für kleine Konten, meines Erachtens. Ja. Weil hier hast du ein begrenztes Risiko, du kannst es managen. Und jetzt kommt's, wir können das halt noch sogar noch optimieren mit vielleicht einfaches Beispiel, keep it simple, ist natürlich jetzt hier im Video, mit einem Short Call. Ne, zum Beispiel würden wir 44 Dollar für 17, Euro, Entschuldigung, für 17 Tage einnehmen. Guck mal, das sind mehr als 10% von unserem, Entschuldigung, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn wir mal hier, jetzt machen wir mal weg. Von 400, das wären ja 10%. Ne, sagen wir 10%. Das heißt, wenn morgen Paya weg ist, haben wir nicht, ne, eben 400 noch was hier im Risiko, sondern eben 40 Euro weniger, weil, wenn wir auf Null gehen, dann dürfen wir natürlich die Prämie sowieso behalten. Wir brauchen sie nicht zurückkaufen und haben sie auch gleich eingetütet. Jetzt könnt ihr vorstellen, wenn nichts passiert und wir nach 17 Tagen nochmal einen Short Call schreiben, ne, dann reduzieren wir ja Woche für Woche unser anfängliches Risiko, und es ist durchaus unwahrscheinlich. Im Zebra Club zeige ich das ja live. Was ich hier bespreche, wird in unserem Zebra Club jede Woche live aufgesetzt. Haben wir Kornhammer drin, jetzt haben wir Apple drin. Also ich würde jedem empfehlen, wer wirklich Level 2 oder upgraden möchte, seine Kenntnisse, meldet euch bei Zebra an. Sehr kompaktes, konkretes Wissen mit live, mit Account, kein Blabla, kein hätte Fahrradkette. Das heißt, ne, hier reduzieren wir dann unser Risiko. Und das ist doch mal ein Genuss. Jetzt werden viele natürlich ganz kurz sagen, ja, wir würden ja auch cappen. Das können wir ja bestimmen. Wir haben ja trotzdem einen Profit, können das Ganze ja nochmal aufsetzen oder den Short Call eben mit Verlust schließen. Aber wir haben Gesamtgewinn und dann nochmal aufsetzen. Also das ist ja eine Sache. Was wir auch machen könnten, wäre natürlich auch ein länger laufender Put. Ne, dass wir sagen, okay, ich habe Angst. Ne, dass das Ganze auch total schief läuft. Und dann machen wir es folgendes. Wir machen und ganz lang, das würde ich empfehlen, vielleicht nicht ganz so lang, machen wir 200 Tage Long Put. Die sind ja nicht teuer. Und du sagst, okay, ich habe einen Zebra von so und so viel, 400, 500. Und wir machen es, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Für einen Worst Case, ne, für einen Totalausfall, kaufen wir zum Beispiel zwei Puts. Wir können einen Put, wir können auch zwei Put nehmen, aber ich mache immer zwei Put. Das heißt, wir würden, falls wir einen Totalausfall haben, ja, von 10 bis 0, das ist ein Tausender mal 2, 2000 bekommen. Zebra hat aber nur 400 gekostet. Hey, wir haben 1,6 plus. Also, wenn ihr dann am Stammtisch seid, irgendwann, ne, sagen hier, oh, Bayer, ich habe hier 10.000 verloren. Und sagst du, ich habe 1,6 gemacht, ich war aber trotzdem ein Delta Long, so wie ihr. Oder halt mehrere. Nee, das geht doch nicht. Ja, wie geht, da würde es doch jeder machen, ne, wenn das so einfach wäre. Ja, das frage ich mich im Übrigen auch.
Es ist aber nicht einfach, weil man das Wissen ja haben muss. Ja? Und wir diskutieren ja auf dem Kanal das tolle Wissen. Ja? Und viele davon praktizieren es ja auch. Vielleicht erreichen wir natürlich noch mehr, die es vielleicht auch mal praktizieren wollen. Wir können auch Geld verdienen, wenn alles total in die Hose läuft. Das heißt, das wäre halt ein Worst-Case-Put. Ne? Das heißt, er muss tatsächlich auf Null gehen oder tiefer, dann hätten wir einen Worst-Case. Man kann aber auch sagen, wir können irgendwo bei 15, ein für $50 bei dieser Laufzeit für $50 das Ding kaufen und dann hätten wir auch geldmäßig natürlich erstmal ein Hedge, wenn wir hier ein bisschen runterkommen, ein paar Euro. Zwar nicht viel, aber wir verlieren ja auch nicht so viel. Also was ich damit verdeutlichen will, wir haben doch das selber allein schon einen Hedge-Faktor, ja, und wenn wir mit geschickten Optionstechniken, ja, die man sich aneignen kann, die man wissen kann, was nicht so kompliziert ist, kombinieren kann, dann hast du ein unschlagbares Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja? Weil bitte schaut nicht immer nur auf das Kurzfristige. Natürlich covern wir uns, wenn wir Prämien einnehmen. Aber es ist auch so, dass der Markt nicht immer durch die Decke geht. Wir sind verwöhnt in den letzten Jahren. Vertraut mir hier. Ja, viele, die jetzt hier angefangen haben zu traden, auch wenn sie einige Jahre unterwegs sind, ja, man kennt ja eigentlich seit, wenn ich mal das wirklich mal aufzeigen kann, ganz kurz noch, ja, man kennt eigentlich seit 2012, 13 Jahren nur permanent hier diese dauernd steigenden Märkte. Das haben wir, guck mal, seit 99 bis 2000 sind nicht unbedingt immer gekannt, ja. Ja, also nicht verwöhnt sein, sagen, oh, ja, 20% ist mir zu wenig. Ne? Irgendwann wird es auch ein Zeitalter kommen, in den nächsten vielleicht Monaten, Jahren, wo wir auch wieder seitwärts laufen, vielleicht für 10 Jahre oder so. Diese Geschwindigkeit, ich weiß es nicht, ob sie sich wirklich so lange noch durchhalten lässt. Denn wir wollen ja auch so positioniert sein, dass wir, egal bei welcher Bewegung, unser Risiko im Griff haben. Ja, und daher, ja, wir covern uns, aber wenn jemand sagt, und das muss ich noch berechnen, bevor wir Schluss machen hier, warum geht das eigentlich nicht? Ja, dass wir sagen, pass mal auf, jetzt nehmen wir doch noch mal diesen Wert, das sind 440, okay? Und machen wir ein ganz einfaches Beispiel jetzt. Ganz einfach, 17 Tage, okay, ich mache mal den Monthly. Ich mache mal den Monthly. So, machen wir es mal alles weg hier. Machen wir den nächsten Monat, machen wir den Dezember. Und machen wir mal bei 21. Ne? So. Das heißt, die Prämie gehört uns auf jeden Fall. Ne? So, 21, wir sind jetzt bei sowieso, das heißt, ja, 80 Cent, das ist 21. Das heißt, wir kriegen 100 oder 80 plus 100 plus 40 sind 120 Profit. Wir kriegen 120 Profit, wenn der Markt bis Dezember über 21 läuft. Oder zu 21, über 21. Jetzt müssen wir aber von 400 bitte die Rendite ausrechnen, nicht vom Gesamtkonto. Ja? So, also wir sagen, bei diesem Trade haben wir dann wie viel Prozent gemacht? So 120, ne, haben wir gesagt. 10%, 20, also sind wir schon fast vielleicht bei 30%, ein bisschen weniger. 30%. Prozent in 24 Tagen. So muss man rechnen. Wenn ich natürlich aber jetzt die 2000 investiere, ne, bis 21, dann sind das natürlich keine 30 Prozent. Ja, so müsst ihr rechnen. Das heißt, wenn ich Äpfel mit Äpfel vergleiche und sage, okay, 2000 und 400, dann heißt ja, ich könnte hier 5 haben. Ne, für das gleiche Risiko kann ich ja fast 5 Zebras haben. Dann hätten wir aber geldmäßig schon einen interessanten Vorteil. Ja, wir würden natürlich auch fünfmal mehr gewinnen, weil wir sind ja fünfmal Delta 1 Long. Ja, bitte, auch da draußen, ja, wenn ihr Mainstream-Videos irgendwo seht, gibt es gute Sachen, selbstverständlich, alles ist okay. Ihr müsst aber immer hinterfragen, ne, welches Risiko. Und die tatsächliche Rendite. Ne? Und das ist eben das Allerwichtigste. Welches Risiko ist man, in welchem Risiko ist man? Und die Short Puts, ja, diese Short Puts oder Bull Puts, das ist so,
Man hat statistisch, man Entschuldigung, man fühlt sich wohl oder man denkt, Mensch, statistisch gesehen ist es die Abweichung und da dürfte er nicht hinkommen. Aber ich mache es trotzdem mal, kann es auch mit Bayer machen, auch wenn wir mit Bayer hier einen Short Put machen, auch wenn statistisch gesehen vielleicht jetzt die Vola hoch ist und er müsste jetzt preis-actionmäßig drehen, es bleibt halt immer noch ein Risiko von 2000. Ja? Und wenn du halt ein Konto von 5000 hast, wäre das die Hälfte weg. Und deswegen, ne, bedenkt das immer, ne, prüft das immer ganz kritisch nach. Ne, es ist schwierig, ne, ja, oder sagen wir so, das auf sofort herauszufinden, sag ich mal. Deswegen ein kleiner Tipp, Praxistipp. Alles klar, danke euch, ciao.